Hallo und herzlich willkommen zu Gott mit uns, zu unserer Serie, in der wir die Liebesgeschichte Gottes zu den Menschen, die sich über so viele tausende Jahre durch die ganze Bibel hindurch entfaltet hat, unter die Lupe nehmen und die verschiedenen Phasen dieser erstaunlichen Geschichte betrachten. Nachdem wir das letzte Mal das Thema hatten, tödliche Affären, ein Thema, das wahrscheinlich vielen von uns unter die Haut gegangen ist, wegen der Dramatik und dieser schrecklichen Situation, dass das Volk Gottes sich von Gott abgewendet hat, in offener Rebellion, in geistlichem Ehebruch, haben wir heute ein äußerst mutmachendes und tröstliches Kapitel. Es heißt, er kämpft um sie. Denn wir werden heute sehen, dass Gott selbst in dieser Situation absoluten Abfalls im Volke Israel nicht aufgegeben hat, nicht aufgehört hat zu kämpfen um seine Braut, seine Frau, seine Gemeinde. Schauen wir einmal ein wenig in die Gefühlslage Gottes zu jener Zeit, zur Zeit der Propheten, zur Zeit, als Nord- und Südreich mit den Assyrern, den Ägyptern und mit vielen anderen Völkern geistliche und manchmal sogar auch recht buchstäbliche Hurerei getrieben haben. In Jeremia 2, Vers 2, da sehen wir, wie Gott sich an die Zeit der ersten Liebe zurückerinnert. Vielleicht können Sie sich auch noch daran erinnern, wie es war, als sie zum ersten Mal verliebt waren. Diese Erinnerung ist manchmal sehr tröstlich, wenn man gerade durch eine tiefe Krise in der Partnerschaft geht. Und so erinnert sich Gott gerade in der Zeit der äußersten Krise an die Zeit der ersten Liebe. Schauen Sie selbst in Jeremia 2, Vers 2, er sagt, geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Er bezieht sich natürlich auf die Geschichte damals, zur Zeit von Mose, als das Volk Israel ihm in die Wüste, diesem Berg Sinai, gefolgt ist. Gott erinnert sich und es scheint fast zu sein, dass er in seiner Erinnerung vor allem die guten Dinge hervorhebt. Denn, naja, damals gab es auch durchaus ein bisschen Murren und Streit, aber in seiner Erinnerung ist vor allem noch das Positive. Das sagt uns etwas über Gott. Und ist es nicht wunderbar zu wissen, dass selbst wenn wir jeglichen Bezug zur ersten Liebe verloren haben, wenn wir nicht mehr uns erinnern können, wie Gott für uns gewirkt hat, Gott kann es noch. Wenn wir auch unsere Liebe zu Gott vergessen haben, Gott kann sie nicht vergessen. Gott sagt, als sein Volk mit anderen im Bett liegt, ich erinnere mich noch an die ersten Tage, als wir uns kennengelernt haben. Ich weiß noch, wie es war, als du zum ersten Mal zu mir gekommen bist. Ich weiß noch, wie es war, als ich zum ersten Mal dir meine Liebe geoffenbart habe. Gott erinnert sich daran. Ich glaube, es ist gut auch für uns, dass wir uns zurückerinnern an diese erste Liebe. Gottes Liebe ist sowieso von Ewigkeit her. Er sagt das selbst in Jeremia 31, Vers 3. Er sagt, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Es könnte sein, dass für manchen von uns der Herr von ferne erscheint, dass wir uns weit von ihm entfernt haben. Vielleicht fühlen wir, dass wir nicht mehr besonders nah bei Gott sind, dass der Bund durch zahlreiche Sünden aufgelöst worden ist. Aber selbst wenn wir ferne von Gott sind, sagt die Bibel, von ferne ist mir der Herr erschienen, ich habe dich zu dir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich geliebt mit ewiger Liebe. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn Sie heute sehr weit weg von Gott sind, wenn es dir in deinem Leben, wo du jetzt gerade bist, so geht, dass du denkst, ich bin Mutterseelen allein, fern von allem, was Gott oder Religion heißt, wisse, Gott kann dir auch in der Ferne erscheinen und sagen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. So wie er diesem Volk damals, das alles andere im Sinn hatte, erschienen ist und gesagt hat, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und es ist wirklich äußerst berührend zu sehen, wie er dann in Jeremia 31, Vers 20 Folgendes sagt. Er sagt, ist Ephraim ein teurer Sohn? Ist mir Ephraim ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Er sagt, faktisch, nach all den Sünden, gemessen an all den bösen Taten, die das Volk Israel getan hat, muss ich gegen sie reden. Und dann sagt er, aber dann muss ich trotzdem an sie denken. Ich kann sie nicht aus meinem Kopf kriegen. Ist es interessant, dass Gott so mit uns Sündern umgeht?
Dass du sagst, ich muss zwar gegen dich reden, ich muss dich warnen, ich muss dir die Wahrheit zeigen, aber gleichzeitig kann ich nicht aufhören, an dich zu denken. Wenn wir in Sünde fallen, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir in offener Rebellion leben, dann hört vielleicht unsere Beziehung zu Gott auf. Aber Gottes Liebe hört nicht auf. Er muss an uns denken. Er ist immer noch ein Brand für uns. Er ist immer noch Feuer und Flamme. Er sagt, so viel ich gegen dich geredet habe, ich muss doch immer wieder an dich denken. In Hosea 11 erinnert sich Gott an die Zeit, als Israel noch jung war. Er sagt in Hosea 11, Vers 1, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und er beschreibt das dann in Vers 4, mit menschlichen Banden zog ich sie. Ganz deutlich, also hier wiederum, dass die Beziehung, die Gott zu seinem Volk haben möchte, durchaus vergleichbar ist mit der menschlichen Beziehung. Er sagt, mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er bückt sich, er kommt zu ihnen, er zieht sie zu sich. Und dann sieht er, wie wir letzte Folge gesehen haben, wie das Volk, wie die Menschen, die er so sehr liebt, ihm ins Angesicht spucken, ihm den Rücken drehen und blinden und tauben Götzen hinterherrennen. Er ist voller Verzweiflung, wie man an folgenden Versen deutlich erkennen kann. Er sagt in Vers 7, mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Man sieht diese Verzweiflung Gottes. Er ruft und warnt und versucht, sie vom Abfall abzubringen. Er sagt, ich rufe, aber niemand reagiert. Kein einziger. Und er weiß, was das bedeutet. Er weiß, als gerechter Gott muss er die Sünde bestrafen. Aber das ist etwas, was sich dagegen sträubt in ihm. In Vers 8 heißt es, wie könnte ich dich dahingehen, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Diese beiden Städte übrigens waren zwei Nachbarstädte von Sodom und Gomorra. Was Gott sagt ist, gemessen an den Fakten, gemessen an dem, was Israel getan hat, müsste ich sie schon längst behandelt haben, wie Sodom und Gomorra. Schon viele hunderte Jahre vorher, bevor das geschrieben worden ist, hat es in Israel Sünden gegeben, die waren schlimmer als Sodom und Gomorra. Wer die Geschichte von Sodom und Gomorra kennt, der sollte mal die Geschichten in den letzten Kapiteln von Richter lesen, wo schon in der Frühphase der israelitischen Geschichte Dinge begangen worden sind, die noch schlimmer waren als Sodom und Gomorra. Und hier ist Gott, der sagt, ich weiß, eigentlich, nach dem, was geschehen ist, muss ich dich behandeln wie Sodom und Gomorra. Aber dann sagt er, mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ist dir bewusst, dass wenn wir in Sünde leben und an Sünde festhalten, wir Gott in einen inneren Konflikt bringen? Er muss zwar gerecht sein, aber alles in ihm, seine ganze Emotion, sein Herz, sein Mitleid, alles sagt, gib ihm noch eine Chance. Gott möchte seinem Volk helfen. Er möchte dir, lieber Freund, liebe Freundin, helfen, wenn du in solch einer Rebellion bist. Alles in ihm wünscht sich, dass du zu ihm zurückkehrst. Und so finden wir immer wieder zur Zeit der Propheten, dass Gott durch die Propheten versucht, den abtrünnischen Königen eine Botschaft zu senden, sie zurückzuführen, den Bund zu erneuern. Zum Beispiel in der Zeit von Ahas, um nur ein Beispiel herauszugreifen, in Jesaja 7 und dort Vers 10 finden wir die Geschichte. Gott spricht zu Ahas, wir lesen hier Vers 10, weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Gott sagt zu ihm, ich möchte für dich da sein, ich möchte dir helfen. Er bitte dir ein Zeichen. Was soll ich für dich tun? Vers 12, da antwortet Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Da kommt Gott durch einen Propheten und sagt, Ahas, was soll ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Was darf ich dir schenken? Und Ahas sagt, lass mal gut sein, Gott. Mach dir keine Mühe. Und dann, es ist erstaunlich, was Gott jetzt durch Jesaja sagt. Er sagt, darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus ist David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden. Gott kommt und sagt, was soll ich tun? Und der König sagt, lass mal gut sein, Gott. Brauchst dich nicht bemühen. Und Gott ist außer sich. Er sagt, wollt ihr mich ermüden? Ich möchte etwas tun. Lieber Freund, liebe Freundin, mache Gott nicht müde. Wenn er dir etwas anbietet,
Nimm es im Glauben an. Geh den Weg mit ihm. Und da der König Achas sich einfach nicht dazu überreden lässt, mal Gott zu vertrauen, geht Gott einfach selbst voran. In Vers 14 ergreift er die Initiative und sagt, okay, dann werde ich euch ein Zeichen geben. In Vers 14 sagt er, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Und dieses ist ein ziemlich berühmtes Zeichen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das Zeichen, das Gott als Eigeninitiative dem Volk Israel gibt, als das Volk zwar in größter Not ist, aber nicht einmal Hilfe haben will, ist genau der Kern der Liebesgeschichte. Denn Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Gott geht in die Initiative. Er sagt, ich werde euch helfen. Ich werde einen Weg finden, um euch wieder zum Bund zu bringen, wenn ihr denn nur möchtet. Und es wird noch einige Jahrhunderte dauern, aber schon zu dieser Zeit, wiederum in Geschichten und in Gleichnissen, illustriert er, wie es sein wird. Zum Beispiel im Leben von Hosea, von dem wir in der letzten Folge so viel gehört haben. Mit seiner hurerischen Frau Gomer, die weggelaufen ist, die Kinder gezeugt hat mit anderen Männern und die sich dann von ihm für eine Zeit lang hat scheiden lassen. Und dann fordert Gott etwas von Hosea, das schon wirklich ziemlich tough ist. Es heißt in Hosea 3, Vers 1, und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund nicht geliebt wurde, sondern geliebt wird und in Ehebruch lebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie anderen Göttern sich zuwenden und Traubenkuchen lieben. Gott sagt zu ihm, geh zu deiner Frau zurück, zu Gomer. Sie lebt gerade im Ehebruch. Sie kommt nicht reumütig zurück und du vergibst ihr, sondern sie lebt noch da. Kaufe sie zurück, hol sie zurück. Nimm du die Initiative. Und damit wirst du zu einem Vorbild, wie ich Gott die Initiative ergreifen werde und mein Volk liebe, obwohl es sich gerade im Götzendienst befindet. Vielleicht, sagst du, könntest du deinem Ehepartner vergeben, wenn er Ehebruch begeht, wenn er reumütig zu dir kommt, unter Tränen dich bittet und dann über einen längeren Zeitraum beweist, dass er treu geblieben ist. Nicht so Gott. Denn wenn Gott darauf warten würde, würde er bis in alle Ewigkeit warten. Er muss die Initiative ergreifen. Und so gebietet er Hosea als ein Zeichen, die Initiative zu ergreifen und seine Frau buchstäblich zurückzukaufen. In Vers 2 heißt es, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um einen Homer und ein Lederich Gerste. Wie gesagt, Gomer hat zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Verhältnis. Sie ist nicht reumütig. Aber trotzdem ist Hosea bereit, etwas zu bezahlen für sie. Homer war übrigens offensichtlich in Abhängigkeit geraten, deswegen musste man sie loskaufen. Sie war durch ihre eigene Hurerei in Sklaverei gefallen. Das, was Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, hat er sich wieder einmal nur zu deutlich erfüllt. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Interessanterweise ist die Menge, die hier an Gerste angegeben wird, genau die Menge, die gebraucht wird, um 150 Sühnopfer für Ehebruch oder den vermuteten Ehebruch zu begehen und zu bringen. Eine ziemlich krasse Zahl. Und dann macht das Buch Hosea deutlich, was Gottes Plan ist. Wie er sein Volk zurückholen will, so wie Hosea seine Frau zurückgeholt hat, zurückgekauft hat. In Hosea 2, Vers 16 sagt er, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Gott hat einen Plan, er sagt, ich will sie locken, ich will sie zurück, ich will sie zu mir ziehen. Wieder an diesen geheimen Ort, da wo wir das D damals schon gehabt haben, in die Wüste. Ich will zu ihrem Herzen reden. Dieses Locken erinnert natürlich an Johannes 12, Vers 32, wo es heißt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und in die Wüste, das ist ein Hinweis darauf, dass es nochmal einen Exodus, einen Weg hinaus aus der Sklaverei geben soll. Einen zweiten Versuch. Der erste Versuch war ja am Berg Sinai nur zur Hälfte geglückt. Das Volk wollte eine Beziehung auf Distanz, aber Gott sagt, ich werde es noch einmal versuchen. Ich werde noch einmal mit meinem Wort kommen. Ich werde noch einmal einen Bund anbieten. Und diesmal
wird es keinen alten Bund geben. Diesmal wird der neue Bund, der ewige Bund, eingesetzt werden. Er sagt, ich will zu ihrem Herzen reden. Und das ist eine Formulierung, die fast identisch ist mit der, die wir in Jesaja 40 finden, Vers 1 bis 5 und dann Vers 9 und 11. Dort sagt Gott Folgendes: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. So wie Gott in Hosea sagt, ich möchte zum Herzen meines Volkes reden. So wie er zu uns sagt, ich möchte zum Herzen reden. Ich möchte zu deinen Gedanken reden. Ich möchte, dass du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst, das heißt ihre Sklaverei, vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet der Steppe eine Straße unserem Gott. Gott macht die Ankündigung, ich komme selbst. Nicht mehr nur Propheten, nicht mehr nur Diener des Herrn, Knechte, nicht mehr nur Könige, die Gott treu sind, sondern Gott selbst. Vers 4, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll ebene. Und Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Gott findet einen Weg. Er möchte den Bund erneuern. Kostet es, was es wolle. Vers 9, steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Jahr über Jahrhunderte hat das Volk Götzendienst getrieben, hat sich von Gott abgewandt, ist in der Rebellion gewesen, aber trotzdem predigen die Propheten zur selben Zeit eine frohe Botschaft. Es kommt die Rettung, es kommt eine Hoffnung. Der Bund wird erneuert. Sage den Städten Judas, seht, das ist euer Gott. Jenes Volk, das gar keine richtige Vorstellung mehr von Gott hatte, das gar nicht mehr wusste, wie Gott ist, weil sie ständig nur noch zu den Assyrern, zu den Babyloniern, zu den Kananitern geguckt haben. Gott sagt, ich möchte euch noch einmal richtig wiedergewinnen. Ich möchte nochmal alles in die Waagschale werfen, um euch zu zeigen, wie ich wirklich bin. Vielleicht habt ihr falsche Gedanken von mir, vielleicht habt ihr falsche Ideen von mir gehört. Ich will euch zeigen, wer ich wirklich bin. Ich komme selbst. In Vers 11 heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Wie Salomo wird der König des Universums sich als Hirte verkleiden. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Er wird die Mutterschafe sorgsam führen. Das Wort kommt zur Welt. Wir haben schon gelernt, dass Kommunikation das Entscheidende ist. Die Bibel hatte gesagt in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber Gott realisiert, ich muss noch einen Schritt weitergehen. Ich muss die Kommunikation auf ein ganz neues Level bringen. Das Wort wurde Fleisch. Immanuel. Gott mit uns. Der wahre Bund. Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott macht zur Zeit der Propheten im Alten Testament deutlich, da gibt es einen Plan. Alles Fleisch wird es sehen, die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart werden. Gott kommt. Zurück zu Hosea, wo in Hosea 2 in Vers 17 dieser Plan weiter beschrieben wird mit interessanten Symbolen. Er sagt hier, und ich will ihr von dort, von der Wüste aus dieser Erfahrung erneut heraus, aus der Sklaverei zu kommen. Das ist die Sklaverei der Sünde. Ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Jene Weinberge, die zertrampelt worden waren, die schlechte Früchte gebracht haben, wie wir in Jesaja 5 letztes Mal gesehen haben. Er sagt, ich will sie wiedergeben, ich will sie wiederherstellen, ich will all das wieder gut machen. Ich will ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog, noch einmal die Freude der ersten Liebe. Warum ausgerechnet das Tal Achor? Das Tal Achor ist eine Erinnerung an eine besonders bemerkenswerte Geschichte, die auch recht traurig ist. Denn im Tal Achor wurde Achan gesteinigt, derjenige, der die Sünde in das Volk brachte und rebellisch daran festhielt. Das Tal Achor war der Ort, wo das Volk gereinigt wurde von der Sünde. Im Tal Achor wurde damals beim Auszug
Und da fiel mir bei der Einnahme von Kanaan die Sünde hinweggenommen. Und wir wissen ja, der Bund besteht darin, dass Gott die Sünde wegnehmen möchte. Er sagt, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ja, wo nimmt er sie dann hin? Das Heiligtum hat einiges dafür und darin uns zu erzählen und zu erklären. Und in Jesaja 38, Vers 17 bringt das ganz deutlich auf den Punkt in einem sehr bildlichen Ausdruck. Er sagt hier, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du bitteres Leid erlebt? Hast du in der Grube des Verderbens gesessen, so wie einige der Könige Israels, die jahrzehntelang in tiefste Sünde gesteckt haben und dann gefangen genommen worden sind, in der Sklaverei waren und miserabel gelebt haben? Und so wie Gott einige der Könige errettet hat, als sie sich bekehrt haben, als sie in ihrer äußersten Verzweiflung gebetet haben, Herr, hilf mir, ich erinnere mich, du warst eigentlich gut. Du warst doch derjenige, der uns gesegnet hat. Bei dir haben wir doch Frieden gehabt. Du hast uns doch umfangen mit deiner Gnade und mit deinem Segen. Dann zieht Gott uns heraus aus der Grube des Verderbens. Er zieht uns mit menschlichen Seilen, mit Banden der Liebe heraus, zu sich. Ihr sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus zieht dich zu sich, weil er möchte mit dir den Bund haben. Und all das, was trennt, all die Sünde, wirft er hinter seinen Rücken, damit es nicht mehr zwischen dir und ihm steht. Das ist die Tür der Hoffnung, die nicht nur für Israel, sondern für jeden Einzelnen von uns aufgemacht wird. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was natürlich ein Bild dafür ist, dass er der Hirte ist, der sich um uns kümmern möchte. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du diese Tür gefunden? Bist du durch diese Tür hineingegangen? Hast du Jesus Christus, die Tür der Hoffnung, angenommen? Wenn wir diese Tür annehmen, wenn wir durch diese Tür hineingehen, diesem Ziehen Gottes, diesem Locken nachgeben, uns ziehen lassen zu ihm hin, trotz aller Rebellion, die geschehen ist, weil Gott trotzdem uns liebt und trotzdem noch einen Weg finden möchte, uns trotzdem noch zu retten, dann wisse, dass Gott ein Ziel hat in all dem. In Hosea 2, Vers 18 sagt er, alsdann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Übrigens, Baal heißt wörtlich übersetzt Herr. Könnte es sein, dass Gott noch nicht einmal damit zufrieden ist, wenn wir ihn einfach nur Herrn nennen, im Sinne von, wir wollen gehorsam sein. Du bist unser Herr. Es stimmt, Gott ist unser Herr. Und es stimmt, wir wollen gehorsam sein. Aber die Motivation sollte nicht sein, er ist einfach unser fremder Herr, unser Befehlshaber. Die Motivation sollte sein, er ist unser Mann. Eine Liebesbeziehung. Wir wollen freiwillig uns ihm unterstellen. Aus lauter Liebe, so wie Mann und Frau gegenseitig sich unterstützen und aufeinander hören und sich unterstellen in der Ehe. Und dann ruft er das aus, mitten in dieser Zeit des Abfalls, zur Zeit Hoseas, kurz bevor das Land Israel ins Exil ging, hat er schon diese Zukunftshoffnung, Vers 21, ich will mich dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist verliebt. Er sieht schon, was in Zukunft kommen kann. Er sieht, dass dieser Bund erneuert werden kann. Er möchte ihn nochmal begehen. Er sagt in Vers 22, ja, in Treue will ich mich mit dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was es bedeutet, den Herrn zu erkennen. Er sagt, du wirst es tun. Es wird möglich sein, wieder ein Geist mit dem Herrn zu sein. In Vers 25 sagt er, die Heiden und damit auch die Israeliten werden einmal den Bund mit Gott schließen können. Denn er sagt, und ich will ihn mir in das Land einsehen und mich erbarmen über Lo-Ruhama. Und will sagen zu Lo-Ami, das sind ja die Hurenkinder gewesen, die nicht von Hosea gezeugt worden waren. Zu denen will ich sagen, du bist mein Volk.
Und er wird sagen, du bist mein Gott. Mit anderen Worten, diejenigen, die nicht eigentlich wirklich zu Gott gehören, die Heiden, die eigentlich ganz andere Prinzipien aus ganz anderen Gründen hier auf dieser Welt leben, die können Gottes Volk werden. Vielleicht bist du ein Lo-Ruhame, eine Lo-Ami. Ohne jeglichen Bezug zum Christentum aufgewachsen. Gott sagt, ich will mich über Lo-Ruhame und über Lo-Ami erbarmen. Du bist mein Volk. Und wir werden sagen, du bist mein Gott. Gott möchte diesen Bund neu schließen. Nachdem der erste Bundesschluss am Sinai nicht den gewünschten Erfolg gehabt hat, erst die Beziehung auf Distanz, dann die offene Rebellion, will er den Bund erneut schließen und deswegen wird dieser Bund dann der neue Bund genannt. Aber dieser neue Bund ist eigentlich nur der alte Bund, also der wirklich ganz alte Bund, der von Ewigkeit existiert, der schon zwischen Adam und Gott geschlossen worden war. Gott hatte ihn schon immer im Sinn gehabt, auch zu allen Zeiten im alten Bund hatte er immer darauf hingewiesen, diesen Bund will er schließen. Paulus drückt das folgendermaßen aus. Er sagt, dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jeder Mensch, egal welcher Kultur, welche Sprache, welcher Nation, kann Gottes Kind werden. Gott macht deutlich, er will nicht nur ethnische Israeliten retten, er will jeden Einzelnen retten, der einen Bund mit ihm wünscht. Egal wer du bist, egal was dein Hintergrund ist, egal wie tief du gefallen bist, egal wie schändlich dein Leben auch gewesen sein mag, Gott bietet dir einen neuen Bund an. Und das sagt er zur Zeit der Propheten in Jeremia 31, Vers 31. Er sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Weil sie eine Beziehung auf Distanz wollten, weil sie es aus eigener Kraft tun wollten und lieber den Assyrern hinterhergeschaut haben. Vers 33, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz nicht auf Steintafeln schreiben, sondern in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn schreiben, dort, wo es schon immer sein sollte. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, er kenne den Herrn. Keine Notwendigkeit für einen Mose, der auf den Berg geht und dann dem Volk sagt, was Gott sagt. Und dann das Volk wieder bei Gott vertritt. Nein, jeder Gläubige kann dann direkt eine Beziehung zu Gott haben. Das ist, was Gott wünscht. Sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide. Klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Zum Ende unserer heutigen Folge möchte ich diesen Aufruf, den Gott am Ende des Buches Hoseas, dieses aufrüttelnden Buches, an uns alle richtet, auch an sie richten. Dort heißt es ab Vers 2, bekehre dich Israel zu dem Herrn, deinem Gott. Bekehren heißt nichts weiter als kehre um. Du bist auf dem Weg ins Verderben. Kehre um zu dem, der dich gesegnet hat, der alles für dich getan hat und der dich über alle Maßen liebt. Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zu dem Herrn. Nimm nicht Rinder oder Geld oder irgendwelche Geschenke, nimm Worte mit. Gott möchte eine Herzensreformation. Er möchte Opfer der Lippen, wie es heißt. Vergib uns alle Sünden. Und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Gott möchte keine äußeren Opfer, er möchte innere Opfer. Vers 4, Assur soll uns nicht helfen und wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände, ihr seid unser Gott, denn bei dir finden die Verwaisten Gnade. Jemand, der umkehrt zu Gott, wird sich von den Sünden trennen. Er will nicht mehr das tun, was ihn von Gott trennt. Vers 5, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Vers 6, ich will für Israel wie ein Tau sein. Und als diese Möglichkeit wieder in Betracht gezogen wird, dass es einen neuen Bund gibt, sofort sehen wir, wie Gott wieder poetisch wird in seiner Sprache.
Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie. Und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde. Und seine Zweige sich ausbreiten. Dass es so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie eine Linde. Sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. So wie das Buch Hohelied uns geschrieben hat. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grüne Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Liebe Freunde, liebe Freunde, Gott fragt dich heute, was sollen noch deine Götzen? Was auch immer es ist, deine Karriere, dein Auto, was auch immer du an die erste Stelle gesetzt hast, deine Hobbys, deine Ideologien. Alles Gute erhältst du, lieber Freund, liebe Freundin, von Gott. Und hier ist die Frage, die Gott stellt. Wer ist weise, dass er dies versteht? Und klug, dass er dies einsieht? Denn die Werke des Herrn sind richtig, die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihn zu Fall. Und diese Frage möchte ich heute direkt weitergeben an dich, lieber Freund, liebe Freundin. Bist du weise, dass du das verstehst? Bist du klug, dass du das einsiehst, dass Gott dich zu ihm zieht? Möchtest du diese Einladung zum neuen Bund Folge leisten? Möchtest du dich erneut von ihm lieben lassen? Möchtest du erneut eingestehen, dass er all das Gute in deinem Leben bewirkt hat und dass er nur das Beste für dich im Sinn hat? Er kann es kaum erwarten. Voller Liebe wartet er, sein Herz schlägt und hofft, dass du umkehrst. Wenn es dein Wunsch ist, dann lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du, obwohl wir in die tiefste Rebellion fallen können, trotzdem nicht aufhörst, uns zu lieben. Und dass du einen Weg gefunden hast, wie Menschen, die selbst weit, weit weg von dir sind, wieder gerettet werden können. Und dieser Bund wiederhergestellt werden kann als ein neuer Bund, der in Wirklichkeit der uralte Bund von alter Zeit her ist. Das Gesetz Gottes im Herzen und eine tiefe, innigliche Beziehung, eine Erkenntnis mit dir. Weil du unsere Sünden hinwegnehmen möchtest durch deine Kraft. Und dieses Angebot wollen wir heute, hier, jetzt in diesem Moment, annehmen für unser Leben. Und wir danken dir, dass du uns das geschenkt hast und dass wir es im Glauben annehmen dürfen und erleben dürfen, dass unser Leben eine ganz neue Wende und einen ganz neuen Sinn bekommen wird, dass wir wieder eins sein dürfen mit dir. Wir danken dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen und bitten dich in deinem Namen. Amen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse und Sie herzlich einladen zur nächsten Folge, die Sie unter gar keinen Umständen verpassen dürfen, wenn wir über diesen neuen Bund sprechen werden. Wenn wir vom Alten jetzt ins Neue Testament gehen werden und sehen werden, wie diese Idee, Immanuel, Gott mit uns, alles in der Weltgeschichte auf den Kopf gestellt hat. Wir nähern uns jetzt dem absoluten Höhepunkt der Liebesgeschichte. Seien Sie gespannt, bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Die Sendung ist Teil einer Videovortragsreihe und als DVD-Set erhältlich. Unterstützen Sie die Medienarbeit von Vision TV und die kostenlose Bereitstellung wertvoller Videobeiträge durch den Kauf der DVDs.